ก็คือถ้ามาฝากรักษานะคะอยู่อุดรธานีนะคะเป็นสาวอาหารที่ว่าเห็ดไอ้ข้าวทอดนะคะเพราะว่าคุณสามีเป็นเมนูที่ว่าคุณสามีและแม่ยายไอ้ผู้ที่เฮ็ดงานเขามักหลายมากสาวอาหารเห็ดสิสาวอาหารถึงเอาเห็ดไปเชื่อค่ะอย่างนี้นั่นนะคะเนาะที่นี่ยังไงนะคะไม่เห็นค่ะไอ้นี่ตอนนี้เข่าค่ะเข่าที่ว่าเข้ากินมดมดนะคะเนาะหรือเข่าอย่างนี้คิดแรงแล้วจ้ะเนาะอันนี้พริกแกงนะคะหรือพริกแกงแล้วก็มีน้ำตาลค่ะน้ำตาลประมาณฟอนหนึ่งค่ะฟอนแบบนี้นะคะเนาะน้ำตาลฟอนหนึ่งนะคะฟอนแรงนะคะเนาะแล้วนี่ค่ะพริกไทยหน่วยหนึ่งนะคะเนาะอันนี้มีน้ำมันหมูฟอนหนึ่งอันนี้น้ำซอสไอรีท่านซอสเหลืองค่ะมันดีแล้วแล้วอันนี้อันนี้พร้อมนี่ค่ะเอาไว้ในเฮ็ดซอสไอ้น้ำอื่นมาแล้วค่ะเนาะไปไอ้ค่ะตัวคอมฟี่นะคะเนาะนี่ค่ะไอ้ว่าโหแล้วนี่ของใครนะคะเนาะใครทำแล้วเป็นน้ำหอมนะคะเนาะนี่ที่ค่ะแล้วอันนี้ล่ะนี่ค่ะมีแบบที่ที่ใส่ที่ใส่ที่มันเอาใส่หล่นเอาแล้วมีไอ้เทียนพร้อมนะคะเนาะนี่ค่ะเทียนมาสิบห้าพันมากเกินค่ะว่าสาวนะคะเป็นพี่ไรเนี่ยไอ้สไตล์ข้าวสารแล้วแทนนะคะแล้วโอเคค่ะโอเค Okay, hier sind die Pim und der Tom und heute kochen wir ein bisschen zusammen. Und zwar soll es heute thailändische Reisbällchen geben. Und die Reisbällchen kann man in verschiedenen Variationen kochen, ne? Ja. Ja, verschiedene Möglichkeiten. Und heute zeigt die Pim ihre Variation. Und die hat ja gerade auf Thailändisch schon ein bisschen was gezeigt. Da muss ich jetzt auch gar nicht alles übersetzen. Ganz kurz, was wir brauchen. Ich schreibe das auch wieder in die Beschreibung. Also wichtig ist natürlich Reis, gekochter Reis, das ist ganz normaler Jasminreis, wie ihr ihn überall kaufen könnt. Ist jetzt hier so eine Schale voll. Dann braucht ihr ein Ei. Dann ein bisschen was von der roten Currypaste, die ihr überall in den Asialäden kaufen könnt. Also die muss man sowieso, wenn man thailändisch kocht, immer haben. Grün Curry, Rot Curry. Wir werden natürlich auch irgendwann mal ein Video machen, dann machst du die mal selber. Ne? Ja. Aber jetzt so auf die Schnelle, wenn man zwischendurch, man will ja auch manchmal auf die Schnelle zwischendurch was kochen, da ist diese Currypaste, wenn sie fertig ist, die ist auch okay, die ist auch nicht teuer. Ne? Dann haben wir hier, brauchen wir noch ein bisschen, in thailändisch heißt das Makan, ne? Ja. Und das ist Tamarind. Das macht das Ganze so ein bisschen sauer. Wenn ihr das nicht habt oder nirgendwo bekommt, könnt ihr auch Zitrone nehmen. Ne? Für so ein bisschen sauer, für die Soße, für so ein bisschen sauer zu machen. 2 Esslöffel Zucker braucht ihr. Ein paar Chilis. Der Pim hat jetzt 2 verschiedene Chilis. Das sind jetzt die Chilis, die die Pim für sich braucht. Ne? Und die hat für mich so ein paar spezielle, die ein bisschen, die auch, sind auch sehr scharf, aber die sind ein bisschen magenfreundlicher für mich. Ein bisschen Knoblauch braucht ihr noch. Und dann ein bisschen Sojasauce oder dieses thailändische Maggi, was wir schon mal öfter in dem Video hatten. Ein bisschen Koriander und dieses Lemon Leaf, also Lemonblatt, das ist eine Variation von der Pim. Ne? Das kann man reinmachen, wenn man es so ein bisschen säuerlich mag, muss man nicht, aber riecht wirklich dann ein bisschen frischer. Diese Lemon Leaves kann man auch im Asia-Shop oder woanders kaufen, die sind dann meistens eingefroren im Eis. Ne? Da kann man die kaufen, wenn immer danach fragt. Und ich glaube, das ist auch schon das, was wir brauchen. Ein bisschen Salz. Genau, noch ein bisschen Salz für die Soße. Also ein Teelöffel ist das. Und klar, frisches Öl. Und wir sind ja jetzt hier auf unserer Terrasse draußen. Ne? Ja. Und auf dieser Terrasse wollen wir jetzt auch das ganze Jahr weiter kochen für euch. Natürlich könnten wir auch reingehen, aber wir haben gedacht, wenn wir schon nicht nach Thailand kommen, ne? Wir können nicht nach Thailand, dann kochen wir einfach wie in Thailand. Und in Thailand wird ja eigentlich sehr oft draußen gekocht. Ne? Das heißt, wenn ihr uns begleiten wollt auf unserer Kochreise, nach Thailand reisen können wir ja nicht, dann werdet ihr uns hier bei Wind und Wetter, ne? Ob es schneit oder stürmt, wir werden hier draußen kochen. Ne? Wenn das jetzt natürlich mal ganz mieses Wetter ist, dann wechseln wir auf die Innenseite. Aber ich glaube, wir werden nicht aus der Küche berichten. Ne? Wir kochen immer so, wenn es geht, draußen. Ne? Und die Winter in Deutschland sind ja auch relativ mild. Und ich denke, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Hola, soy Oliver. ¿Tampoco hay que ir con vos, ¿no?
ค่ะใช่ทั้งสามต้องทานเผ็ดแบบนี้นะคะเนาะเพราะว่ามาใช่เนาะใช่เนาะไม่สีหอมนะคะไม่สีหอมเนาะทานแบบนี้เนาะ So, die Pim fängt jetzt an, die Lemon Leaves ein bisschen zu schneiden. So, jetzt hat die Pim den Reis dann in die Schüssel getan und die Red Curry Paste. Zucker dazu, ne? Maggi. Maggi, thailändischer Maggi ist das oder in Deutschland Sojasauce, ne? Ja, sehr leicht, wenn man lieber hat. Wenn man sich hin. Ja. Ja. Das ist. So leer, ha. Nicht, ne, ha? นมนิดนะคะประมาณ2หรือ3นาทีนะคะเนาะ2 Minuten mix zusammen So 2-3 Minuten mix die Pim das ganze jetzt aber nicht nach so hart nach bisschen was ist das soft ne also die Pim sagt ein bisschen soft mixen nicht zu hart weil wenn man es zu hart macht dann wird zu viel Brei ne genau ne เดี๋ยวมันจะเข้าเข้าเลยนวดไอ้แห้งนะคะนวดพอดีนะคะนวดให้มันไอ้ให้มันเข้ากับไอ้น้ำพริกสั้นไอ้ที่พิเศษนะคะเนาะนวดไอ้นี่นะคะเนี่ยคันห้านวดเนี่ยแค่แล้วมันสีมันสีเละที่ขัดกลมเนาะมันสีมันเป็นเม็ดนะคะเนาะมันหอมนะหอมหอมพิเศษนะคะพิเศษแถวใจเนาะก็บางคนเขาบางคนเขาจะเอาเขาไอ้ไข่ไข่เนาะที่มาชาวน้ำหามถือว่าเอาแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเละๆอะไรเวลาของไม่เวลาเขาถอดอะมันจะเป็นอะไรถูกเป็นคือมันมาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วมาเช้าเราทานเห็ดผมก็เห็นเราก็โหนะคะเพราะว่าใครเห็ดร้อนเคยเลยอะค่ะมันเป็นแบบอะไรถูก So, wie lange hast du jetzt geknetet, Pim? Also ich glaube schon, 3-4 Minuten, ne? Ja, genau. Knapp 5 Minuten hat sie geknetet, wie gesagt. Ja, nicht sehr hart. Und jetzt kann man schon die Bällchen machen, ne? Ja. Jetzt kommen die Lemon Leaves dazu. So, jetzt machen wir die leckere Soße für die Reisbällchen, ne? Ist eine Chili-Soße, ne? Ja. Eine Chili-Soße. Also, die gehört auf jeden Fall bei die Reisbällchen dazu, weil sonst schmeckt das nicht, ne? Aber im Moment müssen wir ja auch noch ein bisschen warten, bis das Öl heiß wird, ne? In den Mörser kommt jetzt Knoblauch und Chili, ne? Ein bisschen Salz. So, jetzt ein bisschen Makam dazu. Tamarind, die Soße allerdings. Nur die Soße.
So, jetzt habe ich auch mal ein bisschen geholfen beim Kochen, ne? Ja. Weil ich auch gelernt. So. Also ich auch, ich möchte die Zähne verlassen. Soja wieder dazu. Ja. Drei. So sieht das dann aus, und wenn das gemörsert ist und die Chilis da drin sind, das ist ein bisschen schon, hat dann schon so ein bisschen was zur Soße, ne? Da kommt natürlich noch was dazu, ne? Ja, ja, auf jeden Fall auch. Da fehlt mir irgendwas. Wir haben an die Teile, ne? Das war der Koriander, ne? Ja. Ein bisschen Lauch noch dazu. Und ganz normal, das kennt ihr ja, in Ei rührt die Pim. Hast du noch ein bisschen Wasser dabei getan, ne? Ein bisschen, weil ein bisschen putzen, ne? Genau, damit es ein bisschen dünner wird. Und das Tolle an unserem Kochen hier draußen ist ja auch, ne? Das riecht nicht in der Wohnung, ne? Die Reisbällchen sind fertig und die Pim hat sie natürlich auch ein bisschen schön angerichtet. So, die Reisbällchen sind fertig. Komm, ne? Das riecht wirklich gut. Also wenn das so nachgekocht kriegt, wie wir es jetzt gemacht haben, habt ihr so ein schönes Menü. Man kann natürlich das auch als Hauptmahlzeit, weiß ich jetzt nicht. Da kann man ja noch was dazu machen, ne? Noch ein paar Kleinigkeiten. Ja. Aber die Dinger sind wirklich lecker. Und jetzt guckt mal, wie toll das aussieht. Die Pim hat das noch ein bisschen schön angerichtet. Ich werde das gleich essen und probieren. Ne? Ja. Musst du auch einen probieren? Mach einen. Ja, die Pim probiert nicht. Die hat das für mich gekocht. Ne? Mach ich gerne. Du magst das nicht so gerne, ne? Ja. Ja, wir haben ja unterschiedlichen Geschmack, die Pim und ich. Aber solche Sachen mag ich gerne. Was magst du gerne? Gerne verkochen. Du kochst gerne, ne? Aber essen muss es dann der Tom, ne? So, und jetzt probiere ich natürlich auch meine Reisbällchen und zeige euch das mal. Wie toll das aussieht. Guck mal, wie das dampft. Und wie toll das aussieht, ne? Wie toll das riecht. Also der Tom kann ruhig 2 Löffel nehmen von der scharfen Soße. Danke, Pim. Vielen Dank. Gerne.